Eine Stimme ist in Rama zu hören. So zitiert der Evangelist den Propheten Jeremia. Wenn man bei Jeremia nachschlägt, liebe Schwestern und Brüder, merkt man, dass dieses Wehschreien eingebettet ist in eine Zusage von Trost und Freude. Und es verwundert ein wenig, dass der Evangelist Matthäus diesen Zusammenhang weglässt. Er lässt den Schrei so stehen. Denn wir erleben besonders in unseren Tagen, es hat eigentlich nie aufgehört, aber wir erleben es nun hautnah, wenn Tausende und Abertausende zu uns kommen, dass der Schrei aus Rama nicht verstummt ist. Es schreien und weinen die Mütter um ihre Kinder, denn sie sind dahin. Dieser Tag der unschuldigen Kinder wurde Jahrzehnte verdächtigt, warum die Kirche immer noch so, einfach nur aus Traditionsgründen, weil es im Kalender steht, diesen Tag begeht, wo doch eigentlich klar sein muss, dass dieser Kindermord durch Herodes nie stattgefunden hat. Es ist immer gut, und die Kirche tut immer gut daran, ein wenig nicht zu der neuesten Welle und Mode zu folgen, sondern abzuwarten. Denn das Blatt hat sich inzwischen gewendet. Es stimmt, die Historiker um das Neue Testament herum aus dieser Zeit wissen von diesem Vorgang nichts. Aber das Neue Testament ist schließlich auch eine historische Quelle. Und was wir wissen, dass Herodes zweimal seine eigenen Kinder umgebracht hat. Einmal zwei Söhne, dann nochmal einen. Er hatte keine Skrupel, das zu tun. Die Machtbasis des Herodes, so prachtvoll er sie entfaltet hat, war immer unsicher und war immer bedroht. Er konnte sie so ausbauen, dass er ein sehr ernstzunehmender Spieler auf dem Tableau des Nahen Ostens war. Und wir merken das bis heute, wie schwierig das dort ist. Das haben die Römer auch schon erfahren. Wie religiöse und politische Interessen ineinander gehen. Und wehe, man missachtet eine Kleinigkeit, steht die ganze Gegend in Flammen. Das ist bis heute so. Und es war damals nicht anders. Und wenn ein Typ wie Herodes hört, dass da ein Kind geboren ist, das ihm die Macht streitig macht, das ist das Erste, was er hört. Das ist sozusagen die Funkfrequenz, auf der er wahrnimmt. Das ist immer eingeschaltet, dieser Sender. Wo ist meine Macht bedroht und wie? Das wird sofort ausgeschaltet. Sofort. Auch bei den eigenen Söhnen. Ein protestantischer Ausleger unserer Tage schreibt, der Kindermord von Bethlehem ist angesichts dessen, was wir von Herodes wissen, nichts Außergewöhnliches. Ein Tagesbefehl. Solche Dinge waren für Herodes an der Tagesordnung. Also, es ist gut, dass wir diesen Tag feiern. Er zeigt uns und führt uns deutlich vor Augen mit diesem merkwürdigen Ende des Evangeliums durch das Zitat des Propheten Jeremia, dass dieser Schrei ein Ziel hat. Der Evangelist lässt bewusst diesen Kontext von Freude und Trost weg, der beim Propheten Jeremia zu finden ist. Weil hier dieser Schrei ja wegen dieses Kindes erklingt letztendlich, dass der Grund ist für diesen Kindermord. Und dass dieser Schrei hinzielt auf das, was am Ende des Evangeliums steht. Dass dieser Schrei der Rahel, die um ihre Kinder weint und sich nicht trösten lassen kann, denn sie waren dahin, dass dieser Schrei erst verstummen kann angesichts der Botschaft der Auferstehung. Aber zuvor hat dieses geflohene Kind mit seinen Eltern noch einen langen Weg zu gehen. Lange Jahrzehnte des Gehorsams, wie wir gestern hörten, der öffentlichen Tätigkeit, schließlich der Passion bis zum Kreuz. Erst in der Auferstehung Christi kann der Schrei der Rahel um ihre Kinder getröstet werden. Und vielleicht sollten wir verstehen lernen, auch die Schreie unserer Tage immer genau dorthin auszurichten.
Denn das ist der einzige Haltepunkt von Trost, Geborgenheit und Freude.